So, hallo und herzlich willkommen vorm Zelt. Guten Morgen. Heute mal zu zweit. Wir sind noch ein bisschen, noch nicht hundertprozentig wach, aber da wir ja keine Zeit haben, wir sind ja nicht im Wald, müssen wir uns ein kleines bisschen sputen und dachten, wir erzählen jetzt gerade noch ein bisschen was zu unseren olympischen Zelt- und für Unterwegs-Spielen. Die sind dahingehend praktisch, weil, also es geht um Spiele, also Gesellschaftsspiele, Rätselspiele, Zeitvertreibsspiele, alles jugendfrei, ne? So, und dementsprechend haben wir uns da eben, wenn man gerade Bus fährt zum Beispiel, ja, und keine Lust hat im Bus irgendwie Würfelspielchen auszupacken oder Karten dabei hat, Karten wiegen was, ne? Also für Trekkingtouren ist das natürlich immer ein Thema, und nach sind uns ein paar Spielchen eingefallen, die man mal als Zeitvertreib zwischendurch betreiben kann, sogar während des Wanderns, wenn zum Beispiel die Motivation nachlässt, wenn die Füße schwer werden und man einfach nochmal ein bisschen nebenher einen zusätzlichen Motivator braucht, dann lässt sich das also auch prima beim Laufen machen. Ich sage vielleicht nicht gerade, während man nach dem Weg sucht, aber normalerweise ist das eigentlich fast immer machbar. Ja? Also Vorteil der genannten Dinge, die gleich kommen, die wiegen nichts bis so gut wie nichts. Die sind für zwei Leute auch ganz gut machbar. Man ist ja dann doch eher selten eine Gruppe draußen. Also in vielen Fällen Durchschnittswanderer in der Wildnis sind halt Pärchen. Und ja, wie gesagt, die wiegen nichts. Die sind auch im Dunkeln machbar. Ja, also man muss nicht extra eine Lampe anmachen. Die sind auch machbar, wenn man in relativ beengten Verhältnissen im Zelt rumliegt. Ja, beim Wandern habe ich schon gesagt. Und sind doch erstaunlich lustig. Ja. Wenn man ein bisschen Freude an so Rätselspielen und Quizsachen und dergleichen hat. Genau. So, da haben wir uns jetzt unsere 5 Lieblingsspielchen rausgesucht und wollten die einfach mal vorstellen. So als kleine Inspiration, wer damit was anfangen kann, ist schön, wer nicht, dann halt nicht. Ne? Ist auch nicht schlimm. So, und da wäre jetzt auf Platz, beziehungsweise das erste, nicht, dass die jetzt irgendwie ein Ranking hätten, aber es sind einfach 5, die wir gerne machen, sind wer, was, wo, bin ich. Also das sind jetzt gleich 3, aber es ist immer das gleiche Spielprinzip, nämlich das, was man vielleicht kennt aus der großen Runde mit möglicherweise Alkoholeinfluss, dass jeder so ein Zettelchen kriegt, den man sich auf die Stirn beppen muss oder an der Mütze oder am Hut festmachen in meinem Fall, und da steht dann drauf Batman. Ja, und dann muss man selbst, indem man die anderen Sachen fragt, und die dürfen nur mit Ja und Nein antworten, muss man selbst erraten, wer man ist. Ne? Also habe ich eine grüne Hose an und ein gelbes T-Shirt? Nein. Okay, dann bin ich schon mal nicht der Pumuckl. So in die Richtung. Natürlich tastet man sich so mehr oder weniger vom Groben vor ins Spezielle. Also so nach dem Motto, bin ich ein Mensch? Ja. Bin ich Europäer? Nee. Und irgendwann kommt dann raus, dass man sowieso nur eine fiktive Figur ist. Das ist auch ohnehin eine gute Frage. Bin ich eine fiktive Figur oder habe ich mal real existiert und solche Späße? Und dann kommt man drauf, dass man möglicherweise eine Comicfigur ist, und dann kann man sich über die Farbe des Umhangs, habe ich überhaupt einen Umhang an? Ist mein Umhang rot? Nö. Ja, dann bin ich schon mal nicht Superman. Ist mein Umhang schwarz? Ja, dann bleiben gar nicht mal so viele übrig. Habe ich lustige Fledermausöhrchen? Und dann kann man sich da so nach und nach rantasten. Ben mag es besonders, wenn er ganz, ganz Sagen, Legendenfiguren ist, wie zum Beispiel Pfetterchen Frost oder Boah, so. Boah, das hat ewig gedauert. Das war schön. Also so Sachen kann man dann auch machen, wenn man weiß, man hat sowieso Zeit und eigentlich auch Lust, ein bisschen mehr zu raten. Mhm. Oder Mutter Natur geht in dieselbe Richtung. Oder irgendwelche Sagenfiguren dauern auch immer ein bisschen länger als jetzt die Bundeskanzlerin, die nicht mehr Bundeskanzlerin ist. Zum Beispiel. Ja. Warst du mal Karl von Linné? Kann sein, aber ich hätte dir mal nicht rausgekriegt, ja, weil mir der Name nicht eingefallen ist. Warum kennst du Karl von Linné nicht? Der Mann ist wichtig. Ja, mir ist der Name nicht eingefallen. Gut, jedenfalls haben wir das also schon wirklich bis zum Erbrechen exerziert und haben uns dann irgendwann überlegt, dann wäre es doch vielleicht ganz sinnvoll, das noch zu ergänzen, eben um statt einer Person, die man ist, ist man halt ein Gegenstand, und dann musste andere rausfinden, welcher Gegenstand man ist. Also entweder ein normaler Alltagsgegenstand, keine Ahnung, eine Rolle Klopapier, ein Schneebesen, Dosenöffner, Fernbedienung vom Fernseher, was auch immer, oder halt auch ein ganz konkreter individueller Gegenstand, die Kronjuwelen des Vereinigten Königreichs
oder halt die Krone von Elisabeth oder... Der Kiesschotter vom heimischen Bahnhof. Ja. Also auch da kann man kreativ werden. Oder der Stein 3 Meter rechts neben der Toilette, die einsam in Grönland steht. Ja, aber dann ist man halt sehr lange beschäftigt. Sehr, sehr lange beschäftigt, das rauszufinden. Ja, aber grob zu den Regeln vielleicht nochmal schnell. Also man wechselt sich, also da man das meistens zu zweit spielt, das werdet ihr wahrscheinlich in den meisten Fällen auch irgendwie zu zweit spielen, wechselt man sich einfach durch. Also jeder überlegt sich, wer der andere ist. Dann braucht man auch keine Zettelchen, die man sich auf die Stirn klebt, weil das kann man sich merken, diesen einen Begriff, wer der andere ist oder was der andere ist oder auch wo der andere ist, wo kommt gleich noch. Ja, dann wechselt man sich halt einfach ab. Also du fragst so lange Zeug, bin ich Europäer? Nein, okay, dann ist sie dran und dann fragt sie. Was spielen wir, wer bin ich? Ja. Habe ich eine menschliche Gestalt? Ja, und dann sage ich ja und dann darf sie weiterfragen. Dann frage ich weiter, bin ich eine Frau? Ja, zum Beispiel. Und bin ich auch, lebe ich in Europa und ja, so weiter. Ja. Und so weiter und so weiter. Also das dürfte relativ klar sein. Die Variante, bis halt einer gewonnen hat. Wenn einer gewonnen hat, dann kann man sagen, entweder man gibt auf, der andere, der hat dann keine Lust mehr. Oder man spielt den anderen noch fertig, bis er es halt auch rausgefunden hat. Der kann natürlich so viel fragen, wie er lustig ist. Und wenn er Nein kriegt, dann ist er trotzdem noch dran, weil es gibt ja keine anderen Mitspieler mehr. Ja, oder man gibt halt noch einen Tipp, wenn es der andere partout nicht rausfinden möchte. Ja, du hast zum Beispiel einen schwarzen Umhang an und viele Leute haben Angst vor dir. Sehr, sehr offensichtlich. Oder du wurdest schon verkörpert im Kino von Michael Keaton. Das tut nichts zur Sache. Och, die Mann. Variante, wo bin ich? Warum muss ich da so lange überlegen? Wie heißt denn der andere? Naja, der aktuelle ist irgendwas Robert Pattinson. Batman. Egal. Ich krieg gleich Ärger. Die andere Variante, dritte Variante ist, wo bin ich? Da muss man halt einfach einen konkreten oder einen speziellen Ort oder halt irgendeinen allgemeinen Ort erraten. So, du bist in der Telefonzelle, du bist auf dem Sofa, du bist in der Küche, du bist auf dem Klohäuschen mitten im Nirgendwo von Grönland. Wichtig ist halt, dass beide den Ort kennen. Und wenn man dann so individuelle Orte oder Personen oder Gegenstände bringt, wie zum Beispiel mein Lieblingstaschenmesser oder keine Ahnung, eben ja, neben dem Klohäuschen. Freund als Person oder so. Gemeinsamer Freund, ja, Onkel, Mutter, Tante, sowas. Da müssen das halt beide wissen. Das ist halt einfach so die Voraussetzung, dass man da ein bisschen fair sein sollte. Und ne, wenn du irgendwelche Forscher des 18. Jahrhunderts bringst, dann solltest du halt auch wissen, dass dein Gegenüber eine Chance hat zu wissen, wer das sein soll. Ja, und gleiches gilt halt eben auch für die Orte, wenn man da gemeinsam mal war. Und die Sehenswürdigkeiten, du stehst auf dem Schiffenturm von Pisa. Oder Kölner Dom, was weiß Kölner ich. Berliner Flughafen. Da haben sie mehrere funktionierende und die anderen. Ja, der funktioniert inzwischen. Angeblich. Ja, der arme Mann, der jeweils die Klos gespült hat. Mhm. Aber auch das tut nichts zur Sache. Gut. So, dann das erklärst du, das zweite Spiel. Das zweite Spiel ist etwas komplexer. Dafür, wenn man es mal raus hat, eigentlich fast eines unserer Favoriten. Ich weiß noch nicht, wie es heißt. Deshalb nennen wir es Doppelquiz. Hat mir ein Freund von den Pfadfindern mal auf einer sehr langen Wanderung gezeigt. Ja, es gab da mal so ein paar verrückte Wanderungen, die wir gemacht haben. So ein bisschen Grenzerfahrungen. 50 und 80 Leistungskilometer, aber spielt keine Rolle. Da haben wir auch angefangen, dieses Quiz zu spielen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ich denke mir zum Beispiel ein Wort aus, das Ben erraten muss. Ist meistens ein Nomen, also Gänseblümchen. Ist nicht immer ein Nomen? Ist immer ein Nomen. Immer ein Nomen. Ich gebe Ben den ersten Buchstaben, ein G. Ben weiß natürlich mein Wort nicht. Und der versucht sich jetzt eine Frage für mich auszudenken, deren Antwort mit G beginnt. Zum Beispiel, dies zieht man an, wenn es nass und flotschig ist. Und ich überlege dann, was ist Gummistiefel. Ja, er fragt immer, sind es oder ist es? Ist es ein Gegenstand, den man anzieht, wenn es nass und flotschig ist? Und ich sage, nein, es sind keine Gummistiefel. Dann denkt er weiter, weil ich hatte es ja richtig. Ich schreibe ein Beispiel. Für G, Gummibärchen. Ja. Gummibärchen, das kann man natürlich relativ einfach beschreiben. Ist das was von Haribo in der Tüte ist?
sehr eine einfache Frage oder man kann es sehr kompliziert versuchen zu umschreiben. Wie zum Beispiel, ist es eine für junge Wesen schmackhafte Gelatinenzubereitung? Die für Erwachsene ebenso schmeckt. Ja, das wäre dann wieder ein sehr, sehr, sehr enger Hinweis. Also das kann man dann auch je nachdem, mit wem man auch, natürlich auch spielt, dann sehr, sehr komplex machen. Und Ben baut immer gerne noch irgendeinen Fachforstbegriff ein, wo ich dann ganz lange raten muss, was das jetzt eigentlich sein könnte. Aber zum Beispiel, jetzt hätte er die Gummibärchen so kompliziert umschrieben, dass ich keinen Plan hätte, was es ist. Wir hatten zum Beispiel neulich mal Ziegel und dann habe ich Ziegel umschrieben als, ich glaube, irgendwas... Das ist auf der Mauer. Nee, das waren die Zinnen. Nein, das waren die Zinnen. Aus sekundären Tonmineralien geformtes, eckiges Gebilde. Unter anderem aus sekundären Tonmineralien geformtes, eckiges Gebilde, das zu Bauzwecken verwendet werden kann. Und sie ist tatsächlich nicht draufgekommen. Mhm. Ja, ich war auch am Autofahren. Ja, das zu deiner Verteidigung. Zu meiner Verteidigung. Aber in dem Fall, er kommt nicht drauf. Oder ich komme nicht drauf und dann kriegt er den nächsten Buchstaben zum Raten. Wir hatten ja das Wort Gänseblümchen, dann wäre es ein Ä. Mhm. Und jetzt müsste er sich irgendeine Quizfrage überlegen, deren Antwort mit Gä anfängt. Und so kommt er nach und nach weiter zum Wort. Das Gä ist gar nicht mal so einfach. Also ist es, keine Ahnung, ein Gänsenest? Und dann müsste ich mir irgendwie eine Umschreibung einfallen lassen für ein Gänsenest, das dann, ne, zum Beispiel ist es der Ort, an dem Gänse ihre Eier legen. Und dann sagt sie, ja. Ich habe keine Ahnung, weil ich gerade dumm bin. Und dann kriegt er den nächsten Buchstaben und so weiter, bis er schlussendlich eigentlich aufs Lösungswort kommt. Und das Lösungswort kann man in dem Moment auch rausposaunen, wo man es weiß, mehr oder weniger. Ja gut, man kann ja dann ganz einfach fragen, sind das kleine weiße Blümchen auf einer Wiese mit einem gelben Kern, also gelber Mitte? Ja, und dann... War jetzt sehr unbotanisch formuliert. Das ist richtig. Und dann weiß man, es sind Gänseblümchen. Klingt erstmal kompliziert, wir nehmen euch im Anschluss noch eine Runde auf für diejenigen, die es ein bisschen konkret einmal eine Runde sehen möchten, erzählen aber jetzt erstmal noch die anderen Spiele. Aber wir müssen erstmal den Akku wechseln. Ja. So, nächstes Spielchen wäre dann tatsächlich, Moment, ich gucke auf den Zettel. Das unterste. Ich packe meinen Trekking-Rucksack. Ja, grundsätzlich spielen wir nie, ich packe meinen Koffer. Das ist was für Leute mit Koffer oder gar meinen Rollkoffer. Nein, wir packen grundsätzlich immer unseren Trekking-Rucksack. Meinetwegen können wir auch unseren... Also wenn ihr ganz verwegen seid, dürft ihr auch euren taktischen Rucksack packen, aber dann nehme ich euch nicht ernst. Ne? Ist aber auch egal jedenfalls. Das ist ja ein Klassiker. Ne? Ich packe meinen Trekking-Rucksack und nehme mit ein Didgeridoo. Und dann ich packe meinen Trekking-Rucksack und nehme ein Didgeridoo und einen Elefanten mit. Gut, ich packe meinen Trekking-Rucksack und man muss halt immer das wiederholen, was bisher schon drin ist im Rucksack. Und nehme mit ein Didgeridoo, einen Elefanten und einen Toaster. Ich packe meinen Trekking-Rucksack und nehme mit ein Didgeridoo, ein Elefant, ein Toaster und den Eiffelturm. Ich packe meinen Trekking-Rucksack und nehme mit ein Didgeridoo, einen Elefanten, Toaster, den Eiffelturm und Brems Tierleben. Und so geht das Spiel weiter und weiter und weiter, bis irgendeiner die ganze Reihe halt nicht mehr aufsagen kann. Ist auch ein Spiel, was man prima zu 3, zu 4, zu 5, zu weiß ich wie viel spielen kann. Wobei bei mehr als 6 bis 8 Leuten, dann kommt man irgendwann fast nicht mehr dran und hat dann plötzlich unendlich viel zu wiederholen. Also je weniger, desto spannender eigentlich ist es. Ja. Ja, kurzes Spiel kann man ganz gut zwischendrin mal machen, wenn einem der Kopf danach ist. Ich habe wirklich so ein bisschen Merksache. Kurz und schmerzlos. Ja. Genau. Genauso kurz und schmerzlos sind... Ich verliere jedes Mal. Gerade wenn man... sehr lange wandert, vor allem haben wir das genutzt und die Füße schwer werden und man irgendwie so, noch 3 Kilometer, ich mehr mag nicht mehr und nochmal Pause machen können wir auch nicht, dann kann es amüsant sein, einfach ein bisschen weiter zu laufen und ein paar Werbesongs, Slogans, sich gegenseitig vorzusingen, summen, vorstellen und der andere muss jeweils erraten, von wem das es ist. Wir werden ja tagtäglich mit so viel Werbung zugeklatscht,
Zeit, wo ich nicht mehr so viel Fernsehen gucke, ja, vielleicht weniger. Also bei uns, wir haben festgestellt, das sind fast alles irgendwelche Werbejingles von früher. Wir sind ja einigermaßen gleich alt. Und das führt natürlich dazu, dass wir ähnliche Waschmaschinen leben länger mit. Ja. Wir nennen jetzt keine Marken. Nein, wir nennen jetzt wir keine Marken. Selber. Oder nichts ist unmöglich. Und so ein Blödsinn. Also wer ungefähr unsere Generation hat, sollte das auch einigermaßen vielleicht noch mitbekommen haben. Oder älter ist alternativ. Das ist ja die Generation Fernsehen damals. Ja, das ist die Generation als Fernsehen. Als es noch kein Internet so in der Art gab, wie wir es heute kennen. Ja, bei YouTube-Werbungen, das Einzige, was da charakteristisch ist, was mir gerade einfällt, waren die komischen Frauen, die am Schwangerschaftstest gerochen haben. Später hat mir jemand gesagt, das sei ein Parfum-Teststreifen. Ach so. Oh, so riecht mein Traummann. Also die grauenvollste YouTube-Werbung, die ich persönlich je gesehen habe, die war, glaube ich, so häufig, dass fast alle, also viele Leute die kennen. Und da ging es halt um irgendein blödes Stinkewasser, keine Ahnung. Und Parfum genannt. Ja, war irgendwie so. Aber das wird dann, glaube ich, schwierig. Also das, diese mit den Werbejingles ist halt vielleicht wirklich größtenteils. Ja, moderne Leute können meinetwegen auch, wie heißt denn dieses Spiel? Was denn? Dieses blöde Ballerspiel, das alle spielen. Fortnite. Da gibt es doch diese dämlichen Tänze. Dann kann man sich diese jeweiligen. Wobei Vortanzen ist schlecht während dem Wandern, ja, weil man möchte ja vorwärts kommen und nicht irgendwie. Das stimmt. Aber junge Leute machen doch sowas. Ja, gut, aber vielleicht auch nicht, nachdem sie schon 20 Kilometer gewandert sind und noch 5 müssen. Das stimmt. Okay. Ja, also dann ist dieses Werbejingle-Ding. Also ein Spiel für alte Leute. Ja, Leute, die noch einen Fernseher hatten und früher ihn benutzt haben. Ich meine, theoretisch haben wir auch noch einen, aber der kommt wirklich höchst selten noch zum Einsatz. Und wir haben ihn geschenkt bekommen. Wir haben keinen gekauft. Ja, das ist es im Grunde. Und das fünfte Spiel wäre noch Was geschah? Geschichten. Oder Was ist passiert? Rätsel oder Black Stories. Die haben ganz viele Namen. Kennt man vielleicht auch in diesen schwarzen Boxen, wo auf der Vorderseite käuflich zu erwerben. Wenn man im Internet nach Was ist passiert Rätsel sucht, findet man auch ganz, ganz viele einfach so. Muss ich halt ein bisschen durchrecherchieren. Auf der einen Seite steht immer eine Frage und eine ganz kleine Situationsbeschreibung. Ich habe ein Beispiel dabei, was Ben noch nicht kennt. Ui. Zum Beispiel ist es eher ein Klassiker. Vielleicht kennt ihr ihn doch trotzdem. Ein Mann kommt in eine Bibliothek, nimmt ein Buch, findet 10 Euro darin und wird traurig. Wie kommt das zustande? Was ist passiert? Das ist jetzt die Aufgabe von Ben, das rauszukriegen. Ich darf nur ja, nein sagen. Also ähnliche Regelung wie bei Wer, wo, was bin ich? Ja, Schatz, was ist passiert? Warum wird er traurig? Ist der Besitzer des Buchs gestorben? Nein. Sind die 10 Euro von jemandem, den er kennt? Ja. Ist da überhaupt irgendwer gestorben? Nein. Geht es um eine Scheidung? Nein. 10 Euro von seiner Ex für schlechte Dienstleistung? Nein. Sind sie keine 10 Euro wert? Na, auch wieder wahr. Hat er vergessen, den Müll rauszubringen und kriegt jetzt 10 Euro als Reminder, dass er das gefälligst sonst nächstes Mal tun soll. Und das legt sie ihm in ein Buch in eine Bibliothek, weil sonst nimmt das ja nicht wahr. So geht es mir zumindest. Nein. Oh. ja, und dann kann man sich da halt nach und nach, also das müssen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt durchexerzieren. Ja, kommt das ein Hinweis? Ja, gib mir mal einen Hinweis. Der Mann hat was mit dem Buch zu tun. Ah. Ist er der Autor? Ja. Okay, also der Mann findet in einem Buch, sind das 10 Euro, die ihm sagen sollen, dass er gefälligst kein weiteres Buch mehr schreiben soll? Die 10 Euro kriegt er dafür. Der Autor geht in die Bibliothek, nimmt sein eigenes Buch aus dem Regal, findet 10 Euro darin und wird traurig. Geht es darum, dass das Buch schlecht ist? Ja. Jemandem nicht gefallen hat? Nein. Überleg mal, wie der Schein überhaupt ins Buch reingekommen ist. Ja, das hat sich wahrscheinlich als Lesezeichen. Nein. Hat sich jemand ausgeliehen? Nein. Eben nicht. Ah, okay. Das heißt, da ist jemand in die Bibliothek gegangen und hat da 10 Euro ins Buch gelegt. Wer war das?
Er selbst? Ja. Ach, und die sind noch drin. Ach so, keine Sau hat sich sein Buch ausgeliehen. Genau. Und um das zu testen, hat er 10 Euro reingelegt. Und ein Jahr später kommt er zurück und schaut, ob die 10 Euro noch drin sind. Und dann wird er traurig, weil kein Schwein sich für sein Buch interessiert. Das ist ja nicht verkehrt. Das ist coole Geschichte. Ja, die gefällt mir. Einfach ein einfaches kleines Beispiel. Klassiker. Es gibt auch ganz viele Mördergeschichten. Ja, wie ist jemand ums Leben gekommen? Da hatten wir auch in Grönland einen Stapel dabei, beziehungsweise wir nehmen es ja nicht als Stapel mit. Wir haben sie durch. Also Papier. Als Papier. Papier wiegt. Wir hatten sowieso ein Tolino dabei, also ein E-Book-Reader. Oder wenn man sowieso ein Handy dabei hat, kann man es abfotografieren. Oder auch da als PDF ist es ein bisschen schwieriger. Wir hatten sie eingescannt jeweils. Hat dann ein bisschen Vorbereitungszeit gebraucht. Aber wir hatten sie dann quasi halt ohne zusätzliches Gewicht mittragen zu müssen, in digitaler Form dabei. Und das geht gerade, wenn man im Zelt dann irgendwie eine Geschichte noch 2-3 am Abend spielen möchte, ganz gut. Ja, das ist ganz cool. Braucht dann auch nicht so viel Akku, weil es muss sich einer rasch die Beschreibung und die Lösung durchlesen und dann kann man es wieder weglegen und auch im Dunkeln. Ich persönlich habe inzwischen eine gewisse Vorliebe für die nicht zwingend tot Geschichten entwickelt, weil das Zeug mit dem, da ist am Ende immer einer tot, da weißt du, erstens, das schränkt die Kreativität ein, weil im letzten Endes musst du nur rausfinden, warum und wie ist der gestorben, und du weißt immer, dass es darum geht bei den Black Stories. Drum finde ich sowas jetzt für diese Bibliotheksnummer ehrlich gesagt besser, weil man da halt eben, da kann alles passiert sein. Ja. Aber damit kann man auch ganz, ganz viel Zeit eben totschlagen. Wie gesagt, da findet man im Internet zig Quadrillionen von den Dingern. Und ist auch ganz lustig halt dann mit Gruppen, mit Familie, beim Autofahren. Muss man sich halt einfach, entweder der Beifahrer hat irgendwie ein paar Geschichten dabei, die zu erraten sind. Oder es braucht halt ein klein wenig Vorbereitung, aber Material letztendlich braucht man eigentlich keins mehr. Also zumindest fast kein Hardware-Material. Also, kann man digital eben nicht. Ein Zettel oder halt eben ja was Digitales. Dann brauchst du natürlich wieder Akku. Drum eben E-Book wieder ein Thema, ne? Weil ein modernes Smartphone frisst ja bekanntermaßen recht viel Akku. Kommt natürlich darauf an, wie lang die Tour ist, ne? Wenn du halt wirklich so eine 24.000 mAh Powerbank durch die Landschaft schleifen möchtest und die hast du dabei und dann, ja gut, dann wirst du für eine 5-Tages-Tour auch dein Handy nicht leer kriegen. Ja, garantiert aber ganz nicht. Ehrlich, einmal kurz eine Geschichte und eine Antwort lesen und das Handy wieder ausschalten, weglegen. Also braucht jetzt auch nicht so viel Akku. Sollte gehen. Ja. Aber ein E-Book Reader braucht halt nochmal erheblich weniger Strom, weil er nur dann Strom verbraucht, wenn er gerade umblättert. Und das macht das Leben dann auch nochmal deutlich leichter. Also für wen das interessant ist. Ich persönlich nehme gerne noch ein E-Book Reader mit, einfach zum Strom sparen. Und abgesehen davon lese ich da ja auch drauf. Genau. Ja. Das waren eigentlich unsere 5 Zeltspiele, beziehungsweise so Spiele für unterwegs, wann immer man mal gerade ein bisschen geistige Verwirrung braucht. Folgendes. Ja, also wir machen jetzt noch ein Beispiel für unser Doppelquiz. Für diejenigen, die Erklärung, die wir vielleicht etwas verwirrend noch nicht so ganz kapiert haben. Wichtig dabei, das muss man noch dazu sagen, ist ein gewisser guter Wille des Mitspielers. Also wenn man da auf Teufel komm raus unbedingt, beziehungsweise es gibt eh keinen Gewinner und Verlierer, solange man nicht aufschreibt, wie viele Versuche man jeweils gebraucht hat. Also es gibt da keine Punkte, das ist also wirklich nur ein Zeitvertreib. Einfach lustig zu machen. Und ja, und man muss sich halt ein bisschen gern haben und dem anderen auch gönnen, wenn er eine tolle Idee hatte und einen schönen Punkt gemacht hat. Und irgendwie, also so, das ist jetzt nicht so kompetitiv, sage ich jetzt mal. So. Und in dem Fall kriegt jetzt Frau einen Buchstaben von mir und Frau muss dann versuchen, an welches Wort ich denke, dass wir euch jetzt schon unten einblenden, damit ihr das ein bisschen besser nachvollziehen könnt, woran ich die ganze Zeit denke. Und sie dann eben versucht, mich zu verwirren. Buchstaben. Genau, Buchstaben. Ein A. Ein A? Sind sie ein fleißiges Volk, die eine Königin haben? Och, scheiße, ja. Ja, dann denk doch nicht immer direkt an das erstbeste Tier. Da kann doch ich nichts dafür, dass das immer gleich erraten wird. Okay, wir machen mal noch einen zweiten Versuch. Normalerweise dauert das lange. Dann nehme ich jetzt halt ein... Du kriegst ein K. Ein K. Ist es ein Staat in Afrika? Nein, es ist nicht Kenia.
Also wichtig, ich hätte jetzt auch irgendeinen anderen Staat in Afrika, der mit K anfängt, nennen können. Nur ne, irgendwas muss es sein, auf das das zutrifft. Ist es ein Gemüse, das bei mir sehr schlecht wächst und eher Tierfutter wird, als dass ich selber futtern kann? Nein, es ist nicht Kohlrabi. Ist es ein Ding, das zum Brunnen geht, bis es bricht? Nein, es ist keine Kette. Das ist ein Sprichwort. Das kennt ihr wahrscheinlich wieder nur in der Schweiz. Das ist bei uns natürlich auch immer lustig, dass wir da häufig irgendwelche nationalbedingten Besonderheiten haben. Eine Kelle? Ja, wenn du es nicht kennst, kannst du auch sagen, du kennst es. Ja, ich kenne es nicht. Der Krug. Der Krug. Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Okay. Ja, das kannte ich tatsächlich nicht. Jetzt ist halt die Frage, in so einem Fall, kriegt sie jetzt einen Buchstaben oder sagt man dann einfach der Fairness halber, ja, dann hattest du ja keine Chance, es zu erraten und dann machen wir einfach weiter. In diesem Fall würde ich jetzt einen Buchstaben geben und zwar ein O. Co. Und jetzt, ab jetzt muss ich halt Wörter finden, die mit Co anfangen. Das wird dann immer schwieriger, weil man immer mehr konkret wird und es dann immer schwieriger wird, noch Begriffe zu finden. Ist es ein Mensch, der außergewöhnlich stark und intelligent auf seinem Fachgebiet ist? Nein, es ist keine Koryphäe. Und das ist halt auch wichtig, dass man dann halt irgendwelche ausgefallenen Wörter nimmt und nicht einen Koch oder irgendwie sowas. Schade, den hätte ich auch noch irgendwie komisch umschreiben können. Ja, ne? Ist es ein bei den Franzosen ultra beliebter Haushaltsgegenstand, der im weiteren Sinne zum Genuss beiträgt. Jetzt würde ich normalerweise ewig lange überlegen, aber da wir ja irgendwann fertig werden wollen, kriegst du jetzt noch einen Buchstaben. Was war es denn? Ein Korkenzieher. Ja, macht Sinn. Um Weinflaschen zu öffnen für Frankreich, Franzosen, genussfreien, könnte man drauf kommen, war natürlich jetzt schon relativ kompliziert umschrieben, aber wenn ich einfach frage, ist es das Ding zum eine Weinflasche öffnen, ja, dann hat das klar. Natürlich. Also ich muss es relativ komplex umschreiben. Du kriegst ein M. Komm. Mhm. Ist es ein digitales Gerät, welches falsch geschrieben wurde, mit Bildschirm, Tastatur und Maus? Nein, es ist kein Computer. Komm. Also M wie Maus, nicht N wie Nordpol. Ja. Ist es ein kleines Satzzeichen, das gerne falsch verwendet wird? Nein, es ist kein Komma. Also jetzt bin ich gerade nicht ganz sicher mit der Frage. Wenn ihr es besser weißt, dann schreibt es nachher in die Kommentare. Ist es das Gerät, das bei George Orwell an der Wand hängt? Wie hieß denn das Teil? 1984 meinen wir, ne? Genau. Also ja, George Orwell 1984. Ja, die Figur heißt ja anders. Komm, war das ein Komm? Das war doch dieser Fernseher da, dieses, ja, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich soll es aber wissen, du kriegst ein B. Ich glaube, es war ein Kommunikator, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das kann sein. Mhm. Obwohl es eigentlich der falsche Name war, weil es war ja quasi nur ein Überwachungs- und... Ja, was auch immer. Ist ja auch wurscht, du kriegst trotzdem ein B. Ein B, Kump. Mhm. Ah, ist es der Ort, wo der Schiffskoch bei weilendem Seegang... Nein, es ist nicht die Kombüse. Oh, schade. Das hätte ich gesagt, dass es das sein muss. Darum habe ich es jetzt so direkt erklärt. Mhm. Was gibt es in Kombe?
Wie gesagt, je näher man der Sache kommt, desto schwieriger wird es, noch irgendwas anderes zu finden, das sonst noch passen würde, um weitere Buchstaben zu bekommen. Ist es eine... nicht unbedingt logische, aber ist es eine Zusammenstellung von verschiedenen Sachen oder Informationen? Nein, es ist kein Kompedium. Das hat mir ein B gegeben und kein P. Ach, da schreibt man mit P. Ja, da kommt dann noch dazu, dass ich ja nicht unbedingt der Beste bin, was Rechtschreibung angeht. Ja, bevor ich jetzt ewig überlege, kriegst du noch ein I. Kombination wär's. Ach so, ja, logisch. Kombi, ja gut, Kombi. ist es ein spezielles Fahrzeug? Nein, es ist kein Kombi. Wenn ich so viele Buchstaben dann durch habe, bis ich das ganze Wort habe, dann hätte ich es dann auch. Also da muss ich es dann auch sagen. Darum ist vielleicht ein Wort wie Bus ein bisschen kurz. Kombi, ja. Ist es ein multifunktionales Werkzeug, was in keinem gut sortierten Werkzeugkoffer fehlen sollte? Ja, es ist die Kombizange. Yay! Also so funktioniert so das. Und jetzt würde es halt einfach noch, wenn man nur Bock hat auf noch eine Runde, dann gibt sie mir halt einen Buchstaben und dann muss ich das gleiche Spielchen machen, wie sie gerade gemacht hat. Ein H. Ist es ein Tier mit Löffeln? Nein, es ist kein Hase. Okay. Und so weiter. Und so weiter. Und ja, ich denke, das ist jetzt soweit geklärt. Dann haben wir das auch soweit durch, unsere 5 Lieblingszeitvertreib. Wir machen das oft. Ja? Wir machen das oft. Wir sind jetzt zwar noch nicht ewig lang verheiratet, aber doch lange genug, dass man sich nicht immer noch einen Schwank aus der Jugend erzählen kann. Irgendwann gibt die Jugend einfach nicht mehr her. Ja, aber gerade wenn halt mal eine lange Autofahrt ansteht, oder müssen wir auch sagen, dann kommt häufig mal noch sowas zum Tragen. Wohlgemerkt, sie fährt, sie ist multitaskingfähig. Ich könnte, wenn ich fahre, sowas, das kriege ich beim Fahren nicht auf die Reihe. Da kann beim Fahren zuhören und ich kann auch eventuell sagen. Und Autobahn geradeaus fahren geht meistens schon. Wenn man navigieren muss, geht das natürlich nicht. Nee, dann natürlich nicht. Wenn wir dann kurz vorm Ziel sind und aufs Navi hören müssen oder Karte lesen. Das kommt ja bei uns auch hin und wieder noch vor, dass wir tatsächlich noch Karte lesen. Ja, ist auch wurscht. So, jedenfalls, das sind 5 mögliche Zeitvertreibsarten für Trekkingtouren, für Autofahrt, für zu zweit unterwegs, wenn man eben nichts mitschleppen kann, weil es wäre zu schwer. So. Ja. Haben wir noch was vergessen? Ja, wenn ihr selber noch einen Favorit habt, den ihr gerne als Spielchen ohne Material mit Partner, Partnerin, Familie unterwegs spielt, schreibt es doch in die Kommentare, ich wäre gespannt drauf. Ja, ich auch, dann haben wir nämlich noch ein bisschen mehr. Dann haben wir nämlich noch eins mehr. Genau, dann haben wir auch noch etwas mehr Abwechslung. Weil viel mehr als die 5 genannten, irgendwelche völlig abstrusen Dinge haben wir teilweise auch noch ausprobiert, aber das hat sich alles nicht durchgesetzt. Ja, oder halt dann Kinderspiele, wie ich sehe was du nicht siehst. Ja, aber da verliere ich auch immer. Ja, und es ist nicht so spannend, wenn das 4 Erwachsene irgendwo, ja. Theoretisch kann man ja auch noch ganz viele sprachlichen Spielchen machen mit irgendwelchen Buchstabenrätseln und so einem Zeug. Aber da bin ich dann wieder, da ich ja nicht gescheit buchstabieren kann und einfach Schwierigkeiten habe mit Rechtschreibung und solche Späße, bin ich da einfach überhaupt nicht geeignet für. Dann irgendwelche mathematischen Sachen, da haut die mich so in die Pfanne, dass ich dann irgendwann am Boden liege und röchel. Ja, da sind wir dann irgendwo zu verschieden und dann wird es auch nicht mehr spannend. Oder zusammengesetzte Nomen bilden, Gänseblume, Blumentopf, Topferde, Erdkugel. Da habe ich einfach keinen Spaß dran. Während so sprachliche Kreativitätssachen und so ein Krempel, tatsächlich versuche ich mich ja hin und wieder mal kreativ auszudrücken. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, es hat schon 3-mal funktioniert. und an sowas habe ich Freude. Ja, aber ja, je nach individueller Vorliebe. Jetzt haben wir es aber, glaube ich, wirklich. Jetzt haben wir es wirklich und wünschen euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und sagen Tschüss. Wir machen jetzt lustige Dinge. Ja, Zelt abbauen. Genau. Und dann haben wir noch einen Tag Urlaub sozusagen. Und nein, ich muss noch Kuchen backen. Ja, ich habe noch einen Tag. Ja, schalt ab, es interessiert keinen Tschüss. Mehr. Tschüss.